So, jetzt wird es ganz spannend, denn dieser junge Mann ist 17 Jahre jung, klettert seit 10 Jahren, hat 2021 beim Europa-Jugendcup den ersten Platz im Speedklettern geholt. Und er sagt, dass er Spaß daran hat, unter Druck zu liefern. Dem ist nichts hinzuzufügen. Hier ist ein Küken. Los geht's für Till von Bodmer. Ich find's geil, dass du mit 17 sagst, dass du unter Druck liefern kannst und willst. Der Blick war schon sehr überzeugend. Nee, nicht überzeugend. Überzeugt. Überzeugt. Ja, von sich, genau. Hat mich aber auch überzeugt. Die Frage ist, wie viel jugendlicher Leichtsinn ja, spielt hier das noch mit? Das wird sich zeigen. Ich habe es doch gerade gesagt, was er schon abgeräumt hat im Speedklettern. Ja, ja. Das heißt, es ist sein Metier. Der wird sich hier wohlfühlen. Geht da gut durch, aber merkt auch, ah, guck mal, ist auch anstrengend hier bei Ninja Warrior Germany. Aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn du das jetzt so merkst und dann gut reinkommst und ja, den Parcours kennenlernst, aber das macht er wirklich hervorragend. So. Schwingen, fliegen, greifen mit Till von Bodmer. Könnte so einer sein, wo die etablierten Ninjas jetzt ein bisschen genauer hingucken, weil seine Sporthistorie, die noch nicht so lang ist, aber beeindruckend, das, was er bisher hier liefert, da lohnt sich ein intensiverer Blick. Und auch das, ne, da mit einer Hand an diesem Stamm zu hängen und die andere schon so erwartungsvoll Richtung Seil zu recken. Er ist flott unterwegs. Na ja, und wenn er buzzert, ist er im Halbfinale dabei. Die Frage ist noch, was brauchst du, da noch ein paar Athletinnen und Athleten kommen, was brauchst du, um da unter den besten Vieren am Ende zu sein? Ja. Nochmal, wir haben noch den Duellparcours. Es geht noch zweimal um 5.000 Euro und dann im letzten Lauf des heutigen Abends, wie in den beiden Vorwochen auch, geht es um ein Ticket direkt ins Finale. Da werden die Halbfinals mal eben übersprungen. Ja, und jetzt glaube ich, hat er langsam, er hängt sich zwar aus, aber langsam so Probleme, weil du hast ja gesagt, er ist Speedkletterer. Das ist natürlich nochmal charakteristisch gesehen was ganz anderes als Kraftausdauer. Da geht es auf Tempo, das geht richtig flott, das sind Sekunden. Und hier hängt er jetzt schon ein bisschen länger, aber sieht noch okay aus. Ja, aber du hast schon recht, das meine ich auch zu erkennen, dass das schon beißen ist jetzt. Aber er beißt. Jetzt muss er das noch fangen, da rüber zur nächsten Stange. Das muss er noch mal halten, dann hat er's. Ja. Jupp. Dann geht er gleich die Wand hoch, aber das ist noch mal ein Kampf auf der letzten Rille. So, und jetzt geht ein bisschen Hackengas, Junge. Dann ist Platz 2, nee, der ist weg. Nee, und auch Platz 3 ist auch weg. Platz 4 wird's, wenn er jetzt nicht zu lange wartet, aber auf der anderen Seite, wir hier wieder komplett durchdrehen. Finishen, buzzern, ab ins Halbfinale, super Leistung. Jawohl, er schafft's und er geht auf diesen vierten Platz vorerst. Till von Bodmer, einer dieser jungen Wilden, 17 Jahre jung, buzzert zum ersten Mal bei Ninja Warrior Germany und das kann sich ja sehen lassen. Wir lieben diese Show, aber natürlich auch diesen Kanal. Dürft ihr gerne abonnieren und wenn ihr nicht genug kriegt, dann gibt's hier bei RTL Plus die komplette Folge Ninja Warrior Germany zum nochmal nachgucken. Und hier findet ihr unsere Playlist mit ganz vielen tollen Videos. Es lohnt sich. Viel Spaß!